Ja, willkommen zur Star Wars Lounge, nicht wahr? Wir unterhalten uns über Star Wars. Onkel Wendler, Onkel Heinz waren drin. Nee, wir alten Herren, genau. Waren drin. Und wie gefiel er dir? Ich fand's Bombe. Ja, ne? Also, ich kann mich so richtig zurückversetzen in die alte Zeit. Wenn heute mit auch neue Technik und so, aber das, was sie da gebracht haben, also ich habe mich unterhalten gefühlt. Mhm. Ich fand es auch zum Teil lustig von der ganzen Thematik da. Okay, dass sich jetzt andere Leute darüber streiten und den Film so abwerten, kann ich nicht nachvollziehen. Für mich war der Film super gemacht, mit allem, was dazugehört, von lustig bis traurig. Also ich fand es echt klasse, auch die ganze Technik, die da verwendet wurde. Ist also ich sag ja auch, Star Wars ist, nein, Star Wars muss neu werden, neue Generation ansprechen. Man darf nicht im 4 bis 6 verweilen. Ja. Ist halt so. Ich kann, also ich sag ja, wow, ich habe ja einige Videos schon gemacht, deswegen bin ich jetzt ein bisschen ruhiger, deswegen sollst du ja sprechen. Also liegt ja jetzt nicht an unser Alter. Wir waren zwischen 14 und 24 damals drin. Anfing, klar. Genau. Und heute, nach 40 Jahren, kann ja jeder ausrechnen, wie alt wir jetzt alle mittlerweile sind. Genau, 33. Ja, genau, 33 im Schnitt, ne, ist klar. Und wie gesagt, die heutigen 14, 24-Jährigen, wenn man das so sieht, wie es hier abgeht, im Hassbuch, Facebook, haben wir uns beide auch gerade unterhalten. Da haben wir heute einen Spaß gemacht, da haben wir so ein Argument gewählt. Ja. Dieses Argument fanden 5 Stück schon mal gar nicht gut, die waren sofort weg. Ne, also meine... Euer Administrator hier, euer Captain Rex, hat natürlich sich was ausgedacht, aus Spaß, gegen die sogenannten fetten Kritiker. Und das habt ihr mir natürlich wieder übel genommen. Da waren sofort weg. Ach, noch mehr weg. Ach, noch mehr weg. Ach, Wahnsinn. Sind jetzt insgesamt 15 weg. Meine Lieben, 15, die weg sind, nicht so schlimm. Wir Alten können das verkraften. Also, der Star Wars Filmclub Real- und Online-Diskussionsgemeinde hat 15 Mitglieder verloren, weil wir dort etwas reingesteckt haben, nämlich gegen Kritiker. Ja, die heutigen Kritiker, die da fetzen, da 97 Tomaten an der Prozentzahl da durch die Gegend wirbeln. Also, winke, winke, macht's gut. Und wie gesagt, wir Älteren, ja, ist ja so, einfach, wenn die noch nimmer so Kritik abkönnen und da abhauen, sind sie selber schuld. Ich habe da durchschlagende Argumente gehabt, aus Spaß, habe ich auch drunter geschrieben, englische Satire. Nein, was das kennen die? Nee. Die wissen nicht, was englische Satire ist, die ist bitterböse, die ist halt so, die englische Satire. Aber wie gesagt, die haben auch den Film auseinandergenommen, die haben da Sachen von sich gegeben. Das war schon unter der Schmerzgrenze und ich verstehe das nicht. Ja gut, ich meine, je nachdem, wer da kritisiert, dann soll er so einen Film doch mal selber produzieren. Und dann müssen wir mal schauen, was dabei rauskommt. Ey, das ist eine tolle Idee. Ja, an alle Kritiker, ja, zwischen 14 und 24, ja, macht doch mal so einen Film. Macht doch mal keinen Fanfilm. Macht bitte mal einen Star Wars Film, der uns dann begeistert. Aber fangt nicht an zu heulen, wenn wir dann anfangen, Kritik zu üben. Ja, genau. War ja bei Enterprise, gab es ja auch mal so eine ganze Zeit lang, wo sie dann auch so die ganzen Filme nachgemacht haben, selber Enterprise gedreht haben. War vielleicht auch von Fans oder so. Aber ich fand es ganz interessant. Aber dann können wir mal sehen, wie schwierig ist es, überhaupt einen Film zu drehen, geschweige denn sowas fertigzustellen. Und ich muss sagen, ich fand den Film total super. Für mich war eigentlich alles da drin, was in so einen Film reingehört. Und dass irgendwann irgendwelche Schauspieler gehen müssen, ist der Zahn der Zeit. Irgendwann sind wir ja auch nicht mehr hier und machen den Kasper. Ja, ja, genau. Dann verabschieden wir uns. Da kann man auch nichts sagen, genau. Ich will ihn wiedersehen. Richtig, genau. Also in 20 ist Jahren bin ich auch 80 und dann will uns auch keiner mehr sehen. Richtig, genau. Ja, außer die Jugend merkt wieder, dass die älteren Leute doch, wie wir sind mit älteren Leuten groß geworden. Uns haben die älteren Leute was beigebracht. Und wie gesagt, wir kommen nun mal aus der Filmszene und wir kommen aus der Film-Musikszene. Na? Gesucht nach dir, die neue Single von ihm, ne? Auch gerade frisch produziert, weil Werbung gehört ja nur mal ins Fernsehen. Letzte Woche habe ich ja für, mache ich heute auch für den Pascal Nudelland im Rhein-Ruhr-Zentrum, leckere Nudeln und so weiter, Pasta. Und jetzt mache ich für Onkel Wendler lecker hier lecker Musik ja, dazu. Ich habe dich gefunden, ne? Auch Werbung muss auch da rein. Ne? Also wie gesagt, wir sind ja vom Fach. So, wenn einer bereit ist, vor laufender Kamera zu sprechen, dann sitzt er ja auch hier, habe ich ja auch versprochen, haben ja auch einige schon gemacht. Und wir haben auch schon einige Sachen gemacht. Wir werden sicherlich auch irgendwelche Sachen mal irgendwann machen, wenn wir Zeit dazu haben, weil wir sind genau, stark eingebunden. Das ist immer das Problem, ja. Wie oft wollen wir machen, ja, und irgendwie kriegen wir nicht den Dreh. Ja. Irgendwann kommen wir dazwischen jetzt. Ja, ist klar, wir müssen Geld verdienen, da sind wir ja ehrlich.
Und das ist jetzt mit Film Star Wars genauso. Die wollen auch Geld verdienen. Es kann ja nicht sein, dass die 220 Millionen ausgeben und 1 Euro nur zurück. Also das geht ja gar nicht. So, die haben am ersten Wochenende so circa 500 Millionen eingespielt. Also ist das Geld schon mal drin. Also die 200 Millionen, die ausgegeben wurden, sind dann halt mit über 300 Millionen halt wieder drin. Das ist okay. Ja, ist aber okay. Also es geht aber um den Film selbst. Also ich fühlte mich im Jahr 77, also im ersten Film überhaupt, wie als Kind, also Kind nicht, als Jugendlicher 18, da reingegangen. Und ja, muss ich schon sagen, also ja, und dann das große Glück hatte, da für 30 Jahre zu arbeiten. Also wir beide haben den Waren, also hast du überhaupt mal so einen Hype da gesehen damals? Sag mal, ja. Nee. Wir haben das aufgebaut, wir sind in der Kluft rumgelaufen, aber ist doch keiner, also die Kluft wurde, geschützt. Ja, ja. Genau. Ja, aber nicht ich. Das war wertvoller wie das. Ja, wollte ich gerade sagen. Also genau. Ich war nicht den wertvollen, ich war denen total egal. Ich musste dann daher laufen und als Ersatz, weil derjenige, der laufen sollte, nicht da war. Muss ich dabei sagen. Ich war also nicht gebucht, sondern ich musste einspringen. Ja, aber die PA-Arbeit hat unheimlich viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Auch 99 hat die sehr viel Spaß gemacht, das hätte ich auch gezeigt. Aber was heute abgeht. Ja, ist für mich nicht nachvollziehbar, muss ich echt sagen. Aber nichtsdestotrotz, ich bin froh, dass ich in den Film reingegangen bin und dass ich mir den angeguckt habe und war wirklich begeistert davon, von Anfang bis Ende. Der hat einen irgendwo wirklich gefesselt, hat einen in die alte Zeit zurückversetzt, in die neue Zeit. Es ist im Prinzip von Alten, von Neuen, es ist einfach alles für mich da drin gewesen, was einen guten Film macht und gerade dieser Film hat mich total begeistert. Ja, weil die Jugendlichen da die Kritik üben, haben sich ja aufgeregt wegen Lea. Weil die sich ja zurückgeholt hat. So, Lea hat niemals mit ihrer Macht gearbeitet. Ja, niemals. Jetzt zum ersten Mal hat sie ihre Macht angewendet, um sich zu retten. Ich meine, die schreien jetzt nach Mary Poppins. Also Mary Poppins war anders. Mary Poppins kam nicht aus dem All. Die war im Zenit, also die war auf der Erde und schwebte da rum mit ihrem Regenschirm. Deshalb Lea, ich weiß es nicht. Also Lea wird dann wegen dem Mary Poppins Gefühl, oder Superman, die ersten Worte waren Superman. Und so weiter. Die Macht. Also wer Rebels gesehen hat, weiß, wie die Macht fließt. Das wurde auch von Obi-Wan Kenobi gesagt, in uns, um uns und so weiter. Und sie hat halt diese Macht irgendwie wenn wir jetzt als Filmemacher gehen, ich weiß nicht, ob die Leute da Sci-Fi gucken oder Netflix, weiß ich nicht. Bei Netflix läuft es nicht. Bei Sci-Fi gab es eine Sendung, da wurde auch eine ins All geschossen und kam nachher wieder, weil man dann festgestellt hat, dass sie vor... das habe ich leider vergessen. Ich bin jetzt ja wieder bei Star Wars. Bei Star Wars heißt da Mary O'Clinana da. Dort hieß das, diese komischen Roboter da. Jetzt komme ich nicht drauf. Wie heißen die nochmal, die hier drin sind? Die Roboter? Die gibt es wirklich. Ja, die Mikro-Roboter. Ja. Habe ich jetzt Chips vergessen? Ja, keine Chips, aber egal. Ist ja Leute, wir wollten an sich gar nicht philosophieren. Wir sind nämlich mächtig im Stress, aber egal. Weil wir ja nicht nur die Single hier auf den Weg bringen. Ja, könnt ihr euch mal reinhören hier, Onkel Wendler. Ich finde es auch gut, wenn meine Frau die Macht benutzt. Ne? Genau. Ist ja auch mal was Schönes. Emanzipation ist ja auch gefragt. Ja, also von daher ist ja eigentlich auch wurscht. Wenn das einer so macht in einem Film oder so macht, für mich geht es eigentlich gar nicht primär darum, sondern für mich ist einfach der Film besonders gewesen. Ich habe mich in die Zeit zurückversetzt gefühlt. Da waren, wie gesagt, halt die alten Dinge, die neuen Dinge, die neue Technik drin. Und die haben super umgesetzt, finde ich. Der war spannend von Anfang bis am Ende. Und das war für mich das Wichtigste. Ja. Die waren auch niemals übertrieben. Nein. War also nicht. Nee, also übertrieben war 1 bis 3. Das war ja regelrecht überschwemmt. Ja. Mit, ja, und die neuen Verfassungen von 4 bis 6, die neuen, nicht die alten, waren ja auch überschwemmt. Da was dazu gepackt und so weiter und so fort. Ich meine, bin ja erfreut, gerade zu lesen, dass die DVD oder die Blu-ray 20 Minuten länger geht. Ja, das ist das Einzige, was mich da so ein bisschen irritiert hat. Draußen stand noch ein Plakat angeschlagen, Spielzeit 182 Minuten oder so. Mhm. Ja, tatsächlich fehlten da eine gute halbe Stunde. Ja. Ja, die haben die leider geschnitten fürs Kino. Das finde ich eigentlich schade, weil der Film war so spannend. Ich glaube, die 20 oder 30 Minuten, die hätte auch noch mal einen oben drauf gehabt. Ja, bestimmt. Man hätte darauf verzichten können, eine Pause zu machen. Also man konnte den wirklich in einem durchgucken. War klasse gemacht, toll gemacht. Ich muss dabei sagen, er hat ihn in 2D gesehen, ich habe ihn in 3D gesehen. Ja, wie gesagt, 3D kann man knicken.
pinnig, weil das ist so ein Aquariummäßig, da waren keine Highlights, außer das eine Schiff, was gekommen war, aber den Kreuzer, und dann war es das auch schon. Und deswegen... Das war meine Befürchtung, deswegen bin ich direkt in 2D reingegangen, weil ich mir auch nicht unbedingt vorstellen konnte, dass bei dieser ganzen vielen Technik, die da verwendet wurde, dann noch 3D irgendwie zur Geltung kommen kann. Also das war für meinen Kopf etwas schwierig. Das richtige 3D ist ja nicht IMAX. So IMAX war ja für mich der Highlight damals und in den 60er Jahren, wie das vorgestellt wurde mit diesen rot-grünen Dinger da, saßen wir ja alle von den heimischen Fernsehern. Das gibt es ja alles gar nicht mehr. Und dann haben wir 3D noch in Schwarz-Weiß gesehen, aber egal. Einige Filme sind halt spitze auf 3D, aber überwiegend, ob das Galaxy ist, egal wie die alle heißen, da jetzt, außer Transformers, kam richtig gut rüber. Das hat Spaß gemacht, aber die anderen da, Galaxie habe ich auch noch hier irgendwo rumliegen ohne 3D, die Avengers, das ist alles nur innen drin, das ist wie so ein Aquarium. Ist zwar schön, eine schöne Technik, 4K, ist glasklar, aber trotzdem, irgendwie haut mich da nicht vom Hocker. Ja, vielleicht liegt es auch daran, weil das dann irgendwie überlagert scheint, weil durch die ganze Technik, die angewendet wird für das Auge und, dann stelle ich mir das auch schwierig vor, da noch ein 3D irgendwie mit einzubauen, mit irgendeiner tollen Wirkung, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ja gar nicht so unbedingt. Nee, also die drehen zwar normal, aber hin und wieder wird eine IMAX eingesetzt. Und die das macht. Das Problem ist, wir leben jetzt im Digitalzeitalter und nicht mehr in der Zelluloid-Geschichte. In der Zelluloid zum Beispiel, der ist ja mit 380 km/h da durchgepitcht und dann hat es eine Zeitlupe. Ja, und heute wird alles, wie gesagt, hier am Schneidetisch gemacht. Das weißt du mal eben einprogrammiert, dann wird das Slow Motion gemacht und so weiter und so fort. Ist viel Arbeit, aber für die ganz weit oben, also die in dem Bereich jetzt arbeiten, Walt Disney, die haben ja Spezialgeräte, wo man einfach nur drauf rumtippt da. Die Szene, das sind ja riesige Kästen, die sehen aus wie Riesenmonitore da, wo die Cluster drauf sind, hin und her schieben, Riesenmonitor, um zu gucken. Das ist ja nicht mehr das Teil, wo du ziehst, schneidest, das ist es ja nicht mehr. Ne? Und der Film verstehe ich nicht, 97% Tomatoes, ich verstehe die Petition nicht, die da rausgefeuert wurde, das verstehe ich alles nicht. Weil ich schaue mir, wie gesagt, alles an. Ich habe die Zeichentrickfilme damals angeschaut, die beiden DVDs, die da rausgekommen waren, die Klonkriege. Klonkriege, sagt das Wort schon, die haben nur Krieg und war nichts. Einige Passagen waren drin, wie die Klons da am unterwegs waren, Nummer 99, der ziemlich alt war oder so. Oder Captain Rex, ne, meiner einer, der sich da herauskristallisiert hat und so, der jetzt bei den Rebels mitverkehrt und mit unterwegs ist. Also mir ist aufgefallen, du musst wirklich alles gucken. Du musst Rebels gucken, du musst sogar die Pre-Makers gucken von Lego, wo wir in unserem Alter an sich ja gar nicht gucken. Aber dadurch kommt das alles. Ja, die Kyberkristalle, das Zusammensetzen und so weiter. Wo du gerade sagtest, das fand ich so super, 77, wo wir zum ersten Mal im Kino waren, zwischen 14 und 24 und heute halt hinter uns und um uns herum auch unser Alter und auch Jugendliche, ich fand das stark. Ist ja bei dir auch so gewesen? Plötzlich war ja mal Ruhe, ne? Ja. Ein paar Sekunden. Da schrien die Kinder sofort, wie, kein Ton mehr? Ja, die haben einfach nicht gemerkt, dass da so ein Absatz gesetzt wurde. Man sollte sacken, ja? Man sollte sacken. Aber, nee. Und eine Bügeleisen-Szene. Ja, das war cool. Das war eine lustige Geschichte. Ja. Das Raumschiff war kein Bügeleisen, ja? Aber ich habe auch gesagt, das ist ein Bügeleisen. Ich war irritiert, wie ich das Teil gesehen habe. Da habe ich zum ersten Mal gesagt, oh ja, jetzt kommen wir zu Spaceballs, ja? Gleich kommt er mit einem dicken Kamm da um der Ecke oder so, ne, Kratzkurve oder so. Also Spaceballs war es nicht, aber war eine tolle Geschichte. Also hochfahren, zoomen und dann kommt das Bügeleisen runter und macht da die Sachen fertig. Ja. Und das Raumschiff landete dann da im Hintergrund. Mir ist aber auch aufgefallen, dass sie gar nicht mehr auch hinten scharf geschaltet haben. Ist dir auch aufgefallen, die sind alle verwaschen gewesen. Vorne war scharf und hinten war, du konntest also nicht die hinteren Akteure sehen. Ja, vielleicht war das doch gewollt, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, aber ich meine, die freuen sich ja alle, dass sie da im Film sind. Sind ja überwiegend immer dieselben. Ja, die da, der Kleine, der den BB-8 da gefüttert hat, fand ich auch toll. Ja. Da spricht keiner drüber. Ja. Es spricht keiner drüber, dass der BB-8 da sein Geld am Rumfeuern war. Ja, das war auch eine coole Szene. Ja, aber ehrlich, der andere war auch gerade da. Aber ehrlich, da gibt Kante. Auch das Vögelchen, oder wie heißt dieser? Pork.
Pork. Pork heißt der. Den fand ich auch witzig. Ist das, war das eine neue Figur in den Film? Gab es die vorher schon? Ich weiß gar nicht. Aber super gemacht, toll gemacht. Ja, ich habe mal als Eierbecher da oben. Ja. Nee, aber, als Eierbecher? Ja, als Eierbecher habe ich ihn da oben. Den Pork. Pork Egg Cup. Hast du ein Eierbecher draus gemacht? Ja, direkt die Eier getestet, ist klar. Nein, ist schon klar. Nein. Süß. Ja, fand ich auch süß. Nein, ist klar. Nee, die Szene mit Chewie fand ich stark, wie das Hähnchen da gegessen hat. Siehst du, sagt Hähnchen dazu, aber Pork. Ja, aber wie er geguckt hat, da, was soll ich jetzt morgen noch wollen? Da? Ja, ist klar. Ich meine, unter uns, dieser Film musste für alle Charaktere irgendwie gezogen werden. Wie ich den Auftrag hatte, 2015 hier so eine Art PR zu machen, wurde mir auch alles gesagt. Ich wusste über die Schrotthändlerin Bescheid, ich wusste alles, ich wusste die Szene, 109 stirbt Han Solo. Ich war jetzt auch wieder instruiert, ich wusste also Bescheid, was auf mich zukommt, dass Leia da durch Weltall fliegen wird und so, dass Pork da gefuttert wird. Die beiden Szenen hatte man mir dann schon mal zukommen lassen. Ich gehe gerne mit Informationen ins Kino, um mir dann selber ein Bild darüber zu machen. Ich bin kein Freund von Spoiler. Genau, Spoiler. Ey, das gab es früher überhaupt nicht. Wir haben früher genau dasselbe gemacht, was wir jetzt hier machen. Wir haben uns unterhalten, Dialoge geführt, wir haben... nee, das gefiel mir nicht. Weißt du, warum mir das nicht gefiel? Und heute heißt es Spoiler, du darfst nicht mehr reden, dann bist du da. Oh Mann, ich weiß nicht, was los ist. Ich weiß nicht, also New Generation... da kommen wir, glaube ich, nicht mit. Naja, gut, vielleicht sind wir auch schon zu alt dafür, kann ja sein. Ja, ruhiger, wir sind ja, ruhiger. Ja, wir sehen es wahrscheinlich auch noch aus einem anderen Blickwinkel. Ach, sicher, wir sind. Also von daher. Also ja, aber. Ich verstehe. Wieso mögen wir den? Aber richtig, 100%. Wir sind 100% begeistert. Ja. Wir machen jetzt einen Videoclip darüber, wir machen die Kamera an, wir denken uns wirklich was Tolles aus darüber. Und die Jugendlichen hauen. Ne? Ja, aber vielleicht hängt es wirklich damit zusammen, mit den Generationen, die dazwischen liegen, wo das anfing und so weiter. Also, vielleicht hat die Jugend denkt vielleicht auch ein bisschen anders, ja. Und wie ich dann auch mitgekriegt habe, dann ist dann halt traurig, klar, wenn jetzt einer stirbt, ein Hauptdarsteller, wie kann man den sterben lassen? Ja, kriegen die vielleicht nicht so ganz im Kopf, aber das gehört nun mal dazu. Ich meine, der Mann ist ja auch keine 20 mehr. Wie viele Filme soll der denn noch drehen? Auf dem Rollator oder wie? Ja, ich weiß nicht. Ich meine, er ist auch 66. Ja, aber das sind so Sachen, da können die irgendwie nicht klar mitkommen, ja, und können nicht verstehen, warum das jetzt so ist. Aber ist nun mal so und ein Film ist sowieso so. Ja. Film ist Unterhaltung. Richtig. Film hat mit Realität nichts zu tun. Richtig. Aber jetzt eine Petition hochfahren, um diesen Film aus dem sogenannten Kanon zu reißen, zu nehmen. Man kann natürlich alles hineininterpretieren. Man kann jetzt so viele... Ich habe Matrix gesehen, wie Luke nach hinten sich zog, das Schwert über... sag ich Matrix, ist klar. Wie Finn sich versuchte, zu heroisch da in den Strahl hineinzufahren, da sah ich natürlich... jetzt habe ich den Namen auch wieder vergessen, aber irgendwann mit Aliens war da. Egal, dieser Flieger, der hatte sich ja geopfert, im zweiten Teil. Ach so, Independence Day, genau. Independence Day hat er sich ja auch geopfert, voll durch den Strahl geflogen. Ja. Ich meine, Jesus Christus Superstar mit dem Rennen damals bei 1 und so weiter. Und dann ist klar, dann kam, wie gesagt, eine Hasstriade gegen Jar Jar Binks. Also der tat mir ja echt leid. Ich habe mir, wie gesagt, gar nicht so zu Herzen genommen. Ich war zwar irritiert, wie ich da gesessen habe in den ersten Minuten, muss ich gestehen, damals. Ich habe eine wahnsinns PR gemacht, weil ich den Auftrag dazu hatte. Und ich habe mir da keinen Kopf gemacht. Ich hatte alle Figuren, die stehen ja auch im Schaufenster. Ja. Habe ich da alle gehabt. Und ich glaube, Arbeit ist ja was anderes. Ne? Kennst du ja, wir arbeiten. Da denken wir jetzt nicht drüber nach. Wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Und den erfüllen wir dann auch. Hat ja auch geklappt, das Kino war voll. Und wenn wir uns das heute so anschauen, jetzt, ich meine, was Negatives über Porks habe ich nicht gehört, du sagst das selber, so süß. Ne? Ja. Okay, und Disney möchte Geld verdienen? Ja, klar, aber deswegen habe ich ja gesagt, es war so viel in dem Film für mich drin, Altes, Neues, sehr viel tolle Technik. Das war einfach. Und die Geschichte hat ja irgendjemand mal geschrieben, so, und wie du schon sagst, es ist nicht Reality, ja. So, und damit muss man sich auch so sagen. Und das sollten sich vielleicht auch vielleicht mal die einen oder anderen durch den Kopf gehen lassen, ist nicht, dass es nicht real ist. Ja, das ist ja. Genau. So, und einer hat sich was gedacht dabei, der das Buch so geschrieben hat. Er wollte, dass die Geschichte so läuft. Ja, und wenn er sich hinterher wieder ändert, dann läuft sie wieder anders. J.J. Abrams halt kann es ja auch wieder ändern. J.J. Abrams kann jetzt schreiben, nee, das ist doch irgendwie, was weiß ich,
sie ist doch keine Familie aus Schrottländern. Ja. Sie ist, der Kaiser wollte sie nur ärgern, der wollte sie zornig machen, der wollte sie rüberholen zur schwarzen Sache. Da kann man jetzt auch philosophieren. Ja, also im Prinzip kannst du alles zerlegen und auseinandernehmen und jeder hat seine eigene Denkweise dazu oder seine Vorstellung. Und wie auch immer. Die Kathleen Kennedy wird ja nicht umsonst gesagt haben, Johnson, du machst die nächsten drei, weil das sind doch Profis. Deswegen raff ich das nicht. Man greift Profis an. Leute, die das tagtäglich machen. Ja. Leute, die mit Milliarden arbeiten. Die mit Milliarden von Vermögen arbeiten. Ja? Die zum Pentagon gehen müssen. Ist ja jetzt auch kein Scherz. Die muss zum Pentagon gehen und die Szenen abgleichen lassen mit solchen Waffen. Ja, dieses neue Waffensystem, was die an den Bomber gezeigt haben. Da war kein B-12 oder so. Das waren die neuen Bomber, die wirklich per Knopfdruck ihre Sachen ablegen können. Ja? So richtig clustermäßig. So, das sind nämlich die neuen Sachen. So, und davor in 7, da mit dem Flammenwerfer, wie gesagt, man muss sich das in Amerika nämlich vom Pentagon genehmigen lassen, weil die Waffentechnik da nicht verurteilt haben wollen. Das ist eben so. Also Pentagon spricht immer mit, wissen die meisten leider auch nicht, aber ist halt so. So, und wie du schon sagtest, alle Szenen. Besonders wie die Jungs nachher in der Endszene am Spielen waren. Hm. Wenn du genau geguckt hast, fing er auch und all solche Sachen, ja, C3PO, fing er ja an. Ja. Und das war ja fast dasselbe, wie damals C3PO das gemacht hat bei den Wookies. Also für mich war das Ende ungefähr so ein Stück weit der Anfang von der Geschichte damals. Was du Gut, wie gesagt, wie die PR. Aber sag ich mal so für meinen Kopf, wie die PR mit dem Jungen und alles. Wie die PR-Arbeit kam 2015, wurde mir auch gesagt, es geht jetzt darum, alle nochmal an einen Tisch zu holen, alt, jung und ganz jung und Japan. Ja. So. Japan hat jetzt 500 Millionen mehr Fans durch die Samurai in dem Saal, diese roten. Ne? So dass sie vermöbelt wurden, ist klar. Das war ein bisschen unbeholfen, wenn man genau hingeguckt hat. Da war nicht eine gute Choreografie, aber egal. War in Ordnung, war ein bisschen unbeholfen, aber egal. Als Filmemacher sieht man das, das stimmt halt nicht. Mhm. Für mich ist immer ein Film dann super, wenn ich kein Mikrofon sehe, kein Kameramann sehe oder keinen Schnittfehler sehe. Dass ich neue Schnitte, also Kaltschnitte gesehen habe, so zack, 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 und nicht mehr dieses Weiche, weißt du, mit Aufblenden, Abblenden. Das war ja seine Technik. Zum ersten Mal, wenn ich nur daran erinnere, in den ersten Tag hier, ging er hier die Kante. Aus der Kante zog er ja das nächste hoch. Ja. So, das war ja damals, das hatte man ja gar nicht. Man kommt aus einem Super 8 normal auf 16 mm, da musst du es ja immer innerlich zählen. 21, 22, 23, 24, Cut. Ne? Ja. Das ging ja gar nicht anders. Man wollte ja nichts verschwinden da. Nur wenn man viel Geld hat, konntest du auch drehen wie ein Weltmeister. Aber ist halt nicht. Dabei ist halt genauso wie heute. Das kostet alles Schweinegeld. Ja. Ja? Bei einigen Produktionen, weißt du ja auch, werden die Kameras gemietet. Wenn die ja nicht funktionieren, hast du auch wieder Ärger. Das war ja bei Stromberg der Fall. Da war die Kamera mal ausgefallen. Dann geht dann wieder immer teurer und so. Und dann ist es ja genauso. Gut, Disney ist einer der höchsten Geldgeber und George Lucas hat sich hundertprozentig was dabei gedacht. Nicht nur, weil er als Elfjähriger da war. Ja. Sondern jeder irgendwie mag Walt Disney. Ich jetzt nicht, ich kritisiere auch Disney nicht, aber ich bin kein Fan von Disney. Ich habe alle Bücher jetzt da hinten zwar liegen, weil ich bei Rewe eingekauft habe. Ja, ist halt, wenn du 30 Euro einkaufst, kriegst du ein Buch. Ja. Na, und dann kannst du dir vorstellen, ich war fünfmal einkaufen und kriege jedes Mal ein Buch. Die liegen jetzt hinter mir, ein Kollege guckte schon und sagt, kannst du selber kaufen für 3,99 mittlerweile. Aber nur Weihnachten kannst du auch verschenken. Nee. Ich habe für 30 Euro eingekauft. Das ist ziemlich teuer, die Bücher. Die halte ich jetzt. Kannst du die nicht zurückgeben? Kriegst du nicht Pfand dafür? Ja, aber Pfand. Ja, warte mal, habe ich doch hier. Warte mal. Bevor, genau, hier sind Quatsch hier. Nein, wirklich. Wenn du also bei. Ich habe also eingekauft, dann kriegst du die. Hm. Und mittlerweile hat man mir gesagt, kann ich die selber kaufen. Ja, also ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal 30 Euro da gelassen, könnt ihr jetzt selber ausrechnen. Ich habe Rewe dick und fett gemacht und jetzt kriege ich sie. Jetzt sollst du die kaufen, ja. Jetzt kann ich sie kaufen für 3,99 Euro. Hat man dich gut angefüttert, damit du die kaufst. Ja, die lag immer dabei, ist klar. Aber soll mir auch egal sein. Ich fand's gut, dass ich Gott sei Dank. Nein, jetzt sehe ich das. Mist. Ja, einen doppelt, aber einen habe ich doppelt. Ja. Einen habe ich doppelt. Nicht okay. Jetzt Käse. Zeig, wer das ist, kannst du dann tauschen mit dem anderen. Ja, können wir tauschen? Ja. Ja, Mist. Nee, den kann ich dann doch verschenken. Ja. Das ist nicht so schlimm. Das ist. Ja. Aber doch noch ein Weihnachtsgeschenk. Ja, ja. Das hier, also ich hätte, wie gesagt, eingekauft, dann bekam ich das Buch, dann sah ich das Buch. Denke ich,
Ja, also manchmal ist man ja doch bekloppt. Dann geht mal einkaufen und sagt, nee, ich will das haben. Ja. Hätte ich mal. Ja. Aber ist egal, aber den habe ich doppelt. Habe ich jetzt gemerkt. Meh, Schitteböhm. Nee. Oh, habe ich was zu verschenken hier. Genau. Nee, also irgendein guter. An alle 15, die abgehauen sind, nur weil wir hier so einen Slipstick eingebaut haben. Ach, machst du eine Lotterie raus? Meine Lotterie, alle 15. Genau. Also alle 15, die abgehauen sind hier aus Star Wars Filmclub, Real- und Online-Diskussionsgemeinde, die wissen genau Bescheid, warum sie abgehauen sind. Die sind ja abgehauen, weil ich da mal die Kritiker so richtig mal nach englischer Satire, ein gutes, durchgehendes Argument hatte. Ne, mit einem zarten Sexy-Po. Ihr wisst genau, was ich meine. Ne? Eine durchschlagende Geschwindigkeit. Ne? War eine durchschlagende Geschwindigkeit einer Kritik. Ja, aber habt ihr mal wieder nicht gemerkt. Aber ist egal. Genau. Ja, ist so. Ich glaube, die haben damals noch nicht auf dem Boden gelegen und geschossen. Ne, nee, haben die nicht. Also ich kenne das Gefühl. Ich kenne das Gefühl. Ja, genau. Wir hatten auch eine bekloppte Silhouette. Ne? Ich sage nur BRD, DDR. Mehr genau, soll ich. Ja, aber egal. Ja, genau, Bundeswehr-Soldat, ein Dollar-Typ! Ja, genau, ein Dollar-Typ, dann könnte man auch ein Remix draus machen. Von dem hört man leider auch nichts mehr. Nee, also, wir gucken, also, wie gesagt, wir haben ihn einen Kranz vom Mantel da. Also, wie gesagt, 15 sind abgehauen. Ist noch einer abgehauen? Nein, ne? Ist noch einer abgehauen? Nein. Also, 995 waren es. 989 sind es jetzt. Wieder. Ein bisschen Schwund hat man immer. Ach, ja. Stört mich auch gar nicht. Sollte ja auch Spaß sein. Richtig. Ich verstehe ja nicht, ich habe da einen, der hält wirklich 4 und 6 fest. Der liebt Lea, keine Ahnung. Ich meine, man kann sich auch in eine Kunstfigur verlieben. Ich kann mich auch in Pluto verlieben, der nicht hierbei ist, aber egal. Gibt es alles. Gibt es alles. Ja. Gibt es alles. Es gibt so viele schräge Typen. Machst du nicht. Das Problem ist, ich bin gut und ende bei sehr gut. Feierabend. Ja. So. Und die Befriedigung geht in die Unendlichkeit und da kannst du machen, was du willst. So, wenn ich mir jetzt hier Ray anschaue, eine Figur, die 500 Euro kostet, hätte ich eh keine Klientel für. Ich habe ja viele Figuren, die hier bis zu ein paar tausend Euro wert sind, aber eh keiner kauft. Die stehen da in der Vitrine, bleiben sie wohl ewig zählen. Die werde ich wohl irgendwann mal irgendwo hinstellen oder extra so ein Case für kaufen. Aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe diesen Hass nicht und ich verstehe nicht. Ich kann das auch nicht nachvollziehen. Nee, ich verstehe auch nicht. Also wir sind jetzt auf der guten Seite, wir sind von mir aus Jedis, könnt ihr jetzt halten wie ein Dachdecker, weil das hat nichts mit unserem Alter zu tun, überhaupt nicht. Ja, das hat gar nichts mit unserem Alter zu tun. Und ich hatte ja hier den Klaus alte Klaus alte Tickleer hier, der auch so in unserem Alter sind und als Obi-Wan Kenobi als Cosplayer unterwegs ist. Dann hatte ich den Stefan Tuschow da, der also zu diesen 50 Cosplayern gehört nach Dortmund. Das Problem ist hier, ich lebe in einer Star Wars freien Zone, das ist die Stadt Essen, hier ist nichts los, gar nichts los. Warum? Ist halt so. Haben wir ja auch schon gemerkt, hier so ist ja nichts. Hier können die Künstler spazieren gehen, ne? Einige wurden da so schon nervös vorhin, gucken da und so, wer könnte da gewesen sein und so. Ne? Ist klar, die kriegen das ja mit, wie wir am Fachsimpel waren. Wie gesagt, wir sind vom Film und Musik. Und wir wissen auch für die Normalproduktion hier, ne? Du hast ja einige, was war der Alarm? Ja, also. Rotalarm oder was? Also, ja, Rotalarm, ja, ja. Irgendwer war doch da, ne? Wie der Kollege da, der musste auch so ein Dieb spielen da und du Scherze. Ja, es gibt ja so viele Formate. Sehr viele Formate, da darfst du wieder nicht hier hin, und, ne? Hier und da. Ach ja, was heißt das, da darf ich nicht, aber. Und weißt du doch, RTL. Ja, RTL ist RTL, Sat.1 und so. Ja, genau, die Jungs sind ein Klumpern. Ja, also Sat.1, Sat.1, RTL da, die Nachmittagsprogramme, ne? Dann könnt ihr ihn da mal schauen, er kommt auch gerade frisch vom Drehort und jetzt Musik und habe ich auch, ah ja, Werbung muss sein, Wendler, ne? Ist klar, Wendler, gesucht nach dir, die plätschert mir gerade noch mal kurz, ich werde es aber nicht anspielen, bin heute mal stumm, Punkt, hier, so, ne? Oder natürlich Nudelpoint, lecker, 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 ist der Pascal im Rhein-Ruhr-Zentrum, einfach mal an der A40, im Center, Rhein-Ruhr-Zentrum, rein da. Und das Heft darfst du nicht vergessen. Genau, das Heft auch noch, das ist genau, über. Das ist über, das ist dann, doppelt. Dann ist doppelt, dann muss ich mal tauschen. Dann gehe ich nach Rewe und sage, kann ich ja tauschen, habe ich doppelt. Ne, nein, ich habe wirklich eine Rewe Fachangestellte gehabt, die sagte immer, wir hatten da einen Tumsusanfall, weil einer wollte für 36 Euro so Tabak kaufen. Hm. Und das klappte irgendwie nicht. Der war so sauer,
dass er seinen Tabak, erstmal seinen Tabak nicht bekommen hat und sein Buch nicht. Der hat extra den Tabak gekauft, weil er das Buch haben wollte. Er hat gewusst, dass ich Doppel habe eben gegeben, aber auch egal. Ne? Ja, das ist so wie mit den Losen. Ab 10 Euro kriegst du los bei Aldi und Co. und wie die alle heißen. Immer aber laufen. Die haben ich auch Neues gehört. Ja, ja. Ich glaube, ja. Edeka. Ne? Edeka hatte Schleichfiguren. Ja. Also neuartige Geschichten. Also du wirst animiert zu kaufen. Richtig. Und dann kaufst du, weil du eine Schleichfigur kriegst. Also ich weiß, ich schleichfrisse hier bei meinem Kollegen um die Ecke, aber egal. Ist halt so. Ich hätte auch mal zwischendurch Schleichfiguren hier. Da kann ja, ich immer was Neues ein. Ja, aber ich nicht. Bei mir bleibt alles so. Und so, weil ihr merkt, wir schwinden aus, aber weil wir jetzt im Kern nicht bleiben wollen, weil wir uns halt echauffieren, dass Star Wars so angegriffen wird. Ich muss schon stark schmunzeln, dass man da, wie gesagt, eine Satire gefahren hat und dann 15 Mitglieder da plötzlich in Sekundenschnelle abhauen. Dann scheint wohl, das waren zu junge, die das nicht verstanden haben, denn Klammer auf, Satire, Klammer zu. Na? So, ja, ihr seid sowieso immer so schnell. Spoiler-Alarm! Genau, sag nochmal, Spoiler, was soll der Quatsch? Aber ich spoiler jetzt. Das Taschenbuch von Mickey Mouse ist 50 Jahre alt. Spoiler, Spoiler. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nein, aber egal. Unser Job ist irgendwie alles in Gefahr. Unser Foto-Film-Job ist in Gefahr durch die ganze Selfie-Generation. Nur noch Selfie, Selfie, Selfie und so weiter und so fort. Ne? Ah ja, genau. Selfie-Generation. Machen wir. Ne? Haben wir doch hier. Ne? Ist doch klar immer. Ihr seid bei der. Das mache ich jetzt hier. Ne? Das ist die Dame von gerade, die da war mit dem Tannenbaum. Ja. So, wir haben erst ein Selfie gemacht. Ich habe noch nie ein Selfie gemacht. Nee? Nee. Wird aber Zeit. Ja, deswegen muss ich jetzt. Wir beide jetzt. Wir beide machen jetzt ein Selfie. Selfie, yeah! Und das vor laufender Kamera. Genau. Jetzt habe ich dir Augen zugehört. Ja, mach nicht, machen wir mal. War eben wie. Ich wollte ein bisschen mehr ins Licht, weißt du, ich war so im Schatten. Ja, ich wollte ja nicht. Das ist doch viel besser. Ja, ne? Ja, machen wir erstmal. Das ist schön verdreht. Erstes Selfie hier. Mach da eine Kopie von, die kannst du dann hier lassen, falls ich nicht wiederkomme. Ja, genau. Weißt du mich? Genau, dann bist du auch weg, weil du jetzt sauer warst oder so. Ja. Gar nichts, das machen wir hier. Ein Wahnsinnsding hier, das habe ich auch noch nie gemacht. Vor laufender Kamera. Machen wir jetzt hier so diesen Schwachsinn. Sehr verehrte Damen und Herren. Wendler? Ja. Wendler? Hallo? Hallo, Wendler? Heinz? Ich weiß nicht, was er sagen wollte. Ich auch nicht, aber ich spreche auch. Genau. Wir sind hier im Studio, machen hier vor laufender Kamera Blödsinn. Zu Essen. Zu Essen in der Stadt, ja. Kulturhauptstadt 2010 und jetzt heißt sie Grüne Hauptstadt, deswegen habe ich auch Grün hinter mir, ist klar. Echt? Ach, da. Ja, hinter dir. Ja. Da ist Grün. Aber immer alles Grün. Nur dafür, nein, dafür. Da ist auch noch eine Kamera. Also wir haben eine Hauptkamera am Laufen und jetzt haben wir hier diese komischen Selfie am Laufen. Er wollte an sich seine Dinges vorstellen, habe ich jetzt durch das Selfie ist man gebunden. Jetzt habe ich ja die Finger hier dran. Ja, genau. Jetzt können wir den Finger nicht mehr runternehmen, jetzt müssen wir auch weiterreden. Ja, hau rein, erzähl. Ja, deine neue Single. Ich habe meine neue Single gesucht nach dir, frisch auf dem Markt seit dem 24.11.2017. Cool, ganz normal. Vier Wochen alt. Lust hat, komme ich in Düsseldorf besuchen. Am Samstag bin ich in Düsseldorf in der Altstadt. 23.12.2017. Ein Tag vor Heiligabend, genau. Und dann ist gleich hier schon Schluss. Dann ist schon gleich Schluss, ja. Ich sag ciao, schöne Feiertage, schöne Weihnachten und so. Genau, supi. Ja. So, ihr seht, wir machen hier jeden Tag. Ja. Wie gesagt, erstes Selfie-Gedöne hier. Dann könnt ihr dann abrufen, ist ja eh im Netz. Jetzt verschmelzt oder lasse ich jetzt verschmelzen, aber ein Selfie machen wir noch. Machen wir noch eins. Foto. Ist das schön. Geil, ist das geil, das ist super. Das vor laufender Kamera. Genau. Ja. Seht ihr, wir alten Säcke können das auch. Ja. Genau, wir machen immer so einen Sackfilm auf. Ne? Ja, genau. Ja, ist ja so ein Sackfilm. Ja, genau. Alles aus alten Säcke da. Ja. Ne? Für die Jugend mal zu zeigen, dass auch alte Säcke was können. Ne? Nicht nur die Jugend da. Wir können auch, ich kann alle, ach, wir können an sich hier alles hochfahren, ist ja alles da, also ist kein Thema. Wir könnten jetzt hier richtig Session machen, ja, könnten wir, machen wir aber nicht, weil wer guckt das denn? Also alle Fans von Onkel Wendler, Frank Wendler, mit seiner neuen Single hier, gefunden, ne, gesucht nach dir, er hat gesucht, er hat so lange gefunden, hast du die gefunden? Ich habe dich ja heute auch wieder gefunden. Ja, er hat mich auch, ja, er hat mich gestern dann gecallt, so, ich komme vorbei, hat er auch gemacht, wir hatten nur sehr viel Publikum hier, deswegen konnten wir nicht, jetzt haben wir hier Zeit. Jetzt haben wir dann gedreht, also hier nochmal Werbung für die Sache da. So. Ist jetzt extra gemacht, das kriegst du auch gleich wieder, damit einer die kriegt. Und dann wieder Onkel Pascal, habe ich ihm auch gesagt, Onkel Pascal, den Nudelland, mache ich heute mal fette Werbung. Wir machen heute einfach mal Improved TV, genau. Dann sind wir, ne, wir machen alles mal live hier, könnt ihr sehen, haben wir so Selfies gemacht, das Video läuft sicherlich auch. Können wir mal gucken, ob es läuft, genau. Dann muss ich unter mich oder was, ne?
Ja, wahrscheinlich unter dich, ja. Ja, muss er unter mich, ja. Dich und mich und... Ja, doch. Ja, doch. Ja, mit Ton. Es läuft. Es läuft. Es läuft. Ach, Ton gibt es auch. Ton gibt es auch! Das zum Jahresende. Das zum Jahresende, ja, deswegen machen wir das ja. Wir haben das Jahr 2017 hingekriegt, wir haben Star Wars angeschaut, wir haben Star Wars philosophiert, wir sind keine Hasser, wir sind Involvierte, wir waren halt involviert, wir waren da drin, wir waren auch mal 14, 24, aber in dieser Zeit hast du viel Musik gemacht und hast ja auch nachher den Streit mit den Namen da, der Typ, keine Ahnung, wird jetzt verschollen irgendwo in Amerika. Irgendwas ist da, die musste ja irgendwie nach Dortmund zurück oder so, wegen dem Insolvenzverfahren da. Aber da war der andere Wendler und nicht dieser Wendler, weil das ist der echte. So, und dieser echte war auch mal 14, 24, wie gesagt, Musiker. Hat auch alles möglich gemacht. Meiner einer, wie gesagt, war auch involviert und so weiter und hat auch alles gemacht. Und heute sind wir so um die 50, 60 leider, so knapp sehen wir die 60 schon am Himmel. Aber haben noch ein paar Tage Zeit. Wir werden also, ja genau, wir werden als alter Mann 2019 endlich dann den neunten Teil sehen. Mal schauen, da sind wir ja noch älter. Wir sind ja noch gut in der Zeit, ja. Ja, wir sind noch gut in der Zeit. Und wenn 2020 kommt, dann gehen wir so langsam auf die 70 zu. Ja, dann werden wir mal gucken, wie wir die Sache da hinbekommen, da diesen neuen Dreiteiler da, ne? Ja, vielleicht ist ja auch da der Club der alten Säcke mit in den neuen Star Wars dabei. Man weiß es ja nicht. Nee, glauben Sie nicht? Nee. Meinst du, das ist totaler Generationenwechsel dann? Ja, ich vermute, dass sie es gemacht haben. Weil ich habe mir die Originalsachen angesehen, auch in Dubrovnik und so. Also er sagte auch, ich will nicht mehr und ich brauche nicht. Und er sagte auch, Harrison, okay, jetzt ist Harrison doch da, dann gehe ich doch. Ja, also ist schon. Aber ich meine, ich fand es toll, du kriegst den Saber von so einem Jungspund da und dann nimmst du den, guckst ihn an, schmeißt ihn über die Schulter. Ne? Und jeder denkt, wow, was ist denn da? An sich sollte ja gedreht werden, als Anbindung. Haben sie auch nicht gemacht. Die haben erst eine Schlacht gemacht und dann haben sie eine Anbindung gemacht. In dem Moment, wo Finn gesprochen hat. Finn, genau, wie Finn wach wurde, mit diesem ganzen Gedönne da. Ja. Das soll ja auch verlängert werden, auf der DVD und Blu-ray. Und wir lassen uns überraschen. Also ich würde mich schon ich würde mich wirklich freuen, wenn sie es wirklich einbinden würden. Nicht wieder zusätzlich. Ich fand nämlich so Hobbit stark, beziehungsweise Herr der Ringe. Ja, Herr der Ringe vor 15 Jahren, wie wir drin waren, danach kam ja die Edition, die viel länger war. Ja, richtig. So, dieses Ganze viel länger, war nicht schlecht. Ich habe ja viele Filme jetzt bekommen, die viel länger sind als Original, wie UFO zum Beispiel oder so, oder 2001 oder Odyssee. Und die sind länger, und dann ist zwar leider Originalsprache gemacht mit Untertitel. Aber egal, es ist länger. Manchmal, auch bei Netflix ist mir aufgefallen, wenn ich eine Serie sehe, auf einmal ist sie länger, dann springen die plötzlich im Original und dann geht es plötzlich deutsch weiter. Ja. Na? Da ist nämlich die Anmerkung auf Yoda, weil Yoda hat eine neue Synchronstimme, ist doch klar. Aber auf dem ersten Hinhören ist es nicht aufgefallen. Nee. Also mir auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber was bringt das denn? Weißt du, gehst in den Film, du guckst dir so einen tollen Film an. Muss man denn so kleinlich sein und penibel sein da? Weiß ich nicht. Unter uns, wenn die so kleinlich sind und so penibel sind, dann haben die doch alles richtig gemacht. Ja. Denn nur Neider musst du haben, dann hast du Erfolg. Wenn ihr mich, also wenn ihr uns jetzt hier nicht neidet und zerbröselt, dann gucken nur drei Leute zu. Genau. Ne? Ja. Man muss uns ja nicht angucken. Nein. Richtig. Das ist ja das Schöne. Das ist der Punkt. Wir machen das nämlich für uns. Wir haben viel Spaß in diesem Moment, dass ihr danach den Film sehen dürft. Ist klar, ich lasse mir auch sicherlich was einfallen wieder. Hier werden einige Porks wieder rumlaufen hier. Weil jedes Gerät hat immer noch einen Schalter oder einen Motor. Korrekt, genau. Strom aus, alles gut. Ja, ist so. Nikolaus. Ich muss auch nicht unbedingt 4K haben. Ja. Ich habe zwar gerade einen bestellt, aber egal. Aber ich muss ihn nicht haben. Ne? Also haben muss ihn nicht, aber jemand wollte, ist Weihnachten, dann versucht man ja alles mit Händeringen. Ich drücke auch fett die Daumen, dass positiv rüberkommt, dass dieses eine Gerät dann noch kommt, weil dieses eine Gerät in 4K hat nämlich noch 3D. Die anderen haben es nämlich leider nicht mehr. Ja, das ist auch so eine Sache mit 3D. Ja. Wie gesagt, ich werde mir nochmal anschauen in 2D, aber erst in 6 Monaten. Ich gucke mir dann in 3D an. Lukas in 3D. Als Vergleich. Ja, als Vergleich. Genau. Ja. Du gehst in Kino 6, ich gehe in Kino 7. Genau. Und dann kommen wir raus und dann, ist klar. Ne? Glaskasten gucken oder so. Wie gesagt, wir sind hier im Filmclub, das heißt, wir können auch wirklich hier zusammen. Hier dann gucken auf riesen Leinwand, das habe ich ja, aber wie gesagt, wenn wir beide, dann gucken wir beide den eben nur. Das ist mir egal. Deswegen heißt das ja Filmclub, dieses Star Wars kommt ja noch da oben dran. Ich warte auf einen Anruf, dass ich hier
endlich meine Buchstaben abholen kann, weil da fehlten einige Buchstaben. Da habe ich gesagt, ruf mich an, wenn du sie hast. Ne? Sieht ja nicht aus ST und der Rest fehlt da oder was. Ne? Das sieht nicht aus. Also wenn, dann kaufe ich sie direkt und gut ist. So, wie gesagt, das ist ein Filmclub hier, wo wir das genauso machen wie wir beide jetzt. Wir haben uns einen Film angeschaut oder wir schauen zusammen, kommen, wir setzen uns hin und gucken uns den Film jetzt nochmal an. Ja? Und danach diskutieren wir. Emma, hast du nicht gesehen? Ist ja gar nicht aufgefallen. Und das war so schön damals. Hm. Das war damals, wa? Wir haben uns dann zusammengetroffen, so wie jetzt. Und dann kam irgendeiner vorbei, hier, es war ein Buch, aber egal. Und hatte eine Raubkopie bei. Raubkopie, das gibt es ja heute auch nicht mehr. Obwohl doch hier im Internet hat er mir angeboten, hätte ich gucken können. Aber da bin ich sehr vorsichtig, mir das anzugucken, weil da steht zwar Netflix. Aber es ist nicht Netflix. Ja, das war sehr meckel. Die Verlinkungen, die kannst du manchmal gar nicht nachvollziehen. Das nee, deswegen können wir auch mal eben machen. Und zwar gebe ich da mal eben ein. Star Wars Episode 8 spielt Film. So. Dann kann ich den irgendwo aufrufen. Bei irgendeinem komischen Laden war das? Ja, ich gebe immer irgendwo weg. Star Wars Episode Film, wie nennt man das? Stream. Stream. So. Und schon kommt er hier. Ja, da kommt er. Ja. Aber das Kino.de, das war irgendwo, ja genau, unter Kino.de. Irgendwo, nee, irgendwie gibt es da so Kino.tv, da gibt es einen so einen Streamer hier. Also da steht Netflix, der zeigt kein Angebot, Amazon kein Angebot, Maxstrom kein Angebot. Sky Ticket, kein Angebot, iTunes kein Angebot und Google derzeit kein Angebot. Aber es gibt da welche, die halt diesen Film streamen. Da soll man da so richtig Schotter auf den Tisch legen, dann kann man sich den zu Hause angucken. Richtig, genau. Aber so was machen wir hier nicht. Ne? Nee. Ist klar. Also vor laufender Kamera haben wir das jetzt hier auch abgedröselt. Ja. Wir haben uns auch die Figuren angeschaut. So. Lieber ein Original angucken. Ja, lieber ein Original angucken, haben wir damals schon Werbung für gemacht, keine Raubkopie. Sonst können wir uns ja alle klonen lassen direkt, das macht auch keinen Sinn mehr. Auch keinen Sinn. Dann klone ich mich als 17-Jähriger und fange wieder von vorne an, da habe ich keinen Bock drauf, nicht in der Gesellschaft, da habe ich keinen Bock drauf. Nee, vorhin haben wir auch hier über Bitcoins da geredet, was die da so treiben mit den Bitcoins. Oje, da läuft eine riesen Seifenblase durch die Gegend, die wird dann irgendwann mal platzen und knallen, aber egal. Genau. Meine lieben Freunde, Star Wars ist eine Legende, Star Wars ist Kult. Star Wars ist alles, Star Wars ist nichts, gar nichts. Film. Alles Mögliche. Also nur nicht hassen. Und die 15, die abgehauen sind, macht's gut. Ihr habt das irgendwie nicht verstanden. Ne? Oh, noch schöne Weihnachtsfeiertage. Genau. Aber stimmt ja gar nicht, sind gerade wieder gekommen. Genau. Siehst du, cool, ist. Ja, ist schon, ne? Hat sich schon wieder einer zurückgetraut. Herzlichen Glückwunsch, willkommen. Yeah! Ja, sehr gut, jetzt fehlen nur noch 5. Ja. So, die 5 ist nicht so schlimm, ich weiß ja, wer es ist. Ich kenne die 5, ja. Ich weiß ja, wer es ist. Genau. Und die bleiben einfach kleben zwischen 4 und 6. Du willst auch nicht immer 4 und 6 gucken, ja? Nee. Wir mögen zwar leer. Man sollte auch mal aus dem Fenster wieder rausgucken, ja. Genau, man sollte den Ball flach halten und alles. Ne? Alles gut, ja. Und wie gesagt. Man soll sich trauen. Man soll sich trauen! Richtig, Kritik, genau. ihr dürft ja. Ist ja auch nicht böse gemeint. Also, ja, ich habe mich ja auch in meinem hohen Alter getraut, den Film anzuschauen. Also alles gut, war super, der Film, perfekt. Du willst lachen. Ja. An dem Tag, wo ich drin war, also das war neben mir, waren über die 40. Vor mir waren auch also so 40, 50, 60, natürlich auch ein paar Jugendliche, die dann wie gesagt in dem Moment, wo Ruhe war, es kriegt doch Ruhe da! Ja. Ist klar. Haben Sie erschreckt Film gemacht? Ja, genau. Ich meine, ich mag kein Kino, bin ich ehrlich, weil ich kann diesen Geruch nicht mehr ab. Ja? Diesen Geruch von Machos da, Nachos und diesen. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie ich meine Sachen anziehen wollte, ist kein Scherz, lagen die Gurken neben mir. Ich fand das gar nicht lustig. Ja, irgendeiner schmeißt da die Gurken durch die Gegend, weil er sie nicht mag oder was, dann hast du den Nacken hängen. Also komm, ey, das macht doch keinen Spaß sowas. Nee, also wie gesagt, Filmclub, wir gucken uns den Film in Ruhe an, diskutieren dann darüber. Das ist meine Idee für 2018. Wer mitmacht, ist okay, wir haben auch ein richtiges Kino, wo alle richtig sitzen können, so haben wir auch. Über die Preise können wir uns dann auch drüber unterhalten. Das mache ich jetzt also auch zum letzten Mal, so eine Werbung. Und jetzt eine Werbung nochmal für Pascal Nudelland, Rhein-Ruhr-Zentrum. Ne? Denkt dran, das ist alles Spaß hier. Nehmt das bitte alles nicht so ernst. Ne? Genau. Ernst ist heute 3 Jahre alt und tritt uns dauernd gegen Schienenbein. Im neuen Jahr wird alles besser. Ja genau, 2018 wird alles besser. Genau. Ne?
Okay, ja. Ich mach mir auch von der Socken jetzt. Ja, er hat auch keinen Bock mehr. Ich auch nicht. Und nee, nicht mehr. Wir haben genug, ich habe so einen trockenen Hals. Ja, ich auch. Jetzt haben wir so viel gelabert hier. So viel gelabert, ich muss mir jetzt einen rauchen. Genau, aber. Ja, es war so schön. Ja, ne? Es hat so viel Spaß gemacht, endlich mal mit Star Wars wieder in Berührung zu kommen. Ich finde es auch toll, dass nur 5 jetzt fehlen. Also 10 sind gerade wieder zurückgekommen. Keine Ahnung, wo die abgeblieben waren. Aber sind wieder da. Es ist so schade, dass wir so lange warten müssen, bis der nächste kommt. Ja, wir haben jetzt keine Zeit. Ich bin jetzt wieder im Fieber. Ja, ich auch. Ja, du bist ein Musikfieber, du bist ja deine Platte. Ja, das auch. Aber Star Wars, ehrlich gesagt, ich war ja auch schon längere Zeit wieder nicht mehr da so in dem Thema und wo ich den Film gesehen habe, war ich begeistert. Einer Blick, heute ist eine neue Figur gekommen. Die muss ich noch da reinhauen. Eine neue Figur gekommen. Ja, ja. Ich habe sie mir bestellt und da ist sie gekommen. Katana. Ne? Mats Katana. Die da am Rumballern war, wie so eine Weltmeisterin. Hast du ja eher klasse gemacht. Scheiße, Mann, aber die hast du gut gemacht. Aber die war auch richtig gut. Ja, die war am Erzähler, am Ballern da. Immer einen coolen Spruch drauf. Immer coolen Spruch. So zwischendurch. Genau. Und das finde ich so schön daran, an einem Star Wars Film, dass da auch ein bisschen nicht nur Action drin ist, sondern auch ein bisschen Witz mit drin ist und ein bisschen Spaß. Und das hat mich so begeistert an dem Film. Ja, richtig. Ja. Dieser lustige Vogel da noch mit drin. Ja, ja! Aber Schweine teuer, muss man echt sagen. Man zahlt ja für den Namen Star Wars schon alleine schon, glaube ich, 45%. Und, 65% geht an diesen. Den habe ich gesehen, 65 Euro, ja. Diese schöne große Figur. Ja, ist richtig. Ja, so spricht auch und alles. Ja, ja, ist wie voll Elektronik. Also ich habe mich ja nur als Eierwärmer, den habe ich auch schon gezeigt. Ja, hast du schon ausprobiert? Klappt das? Ja, ich habe meine Eier da schon warm gehalten. Der ist klar. Ist klar. Okay. Also da lernt man also auch die Sprache da, ne? Ja. Ist nicht schön. Aber unterm Strich, ich fand alles gut. Ja, ihr seht ja, dass wir alten Männer so viel Spaß hatten und sowas gemacht haben, so wie jetzt. Wie gesagt, es hat so viel Spaß gemacht, in Star Wars wieder gewesen zu sein, als New Generation, als Old Generation, als Überorganisation von Generation. Ja, wir ringen jetzt schon nach Worte, deswegen mache ich schon Genau, wir machen Feierabend. Feierabend. Guten Rutsch ins neue Jahr, falls wir nicht mehr sehen. Willkommen im Jahr 2018 bei Han Solo, wenn wir da wieder loslegen. Ein Tag vor Weihnachten in Düsseldorf. Vielleicht sehen wir uns ja. Ja, am 23. Wohlgemerkt, am 23.12. Da präsentiert er seine neue Single. Ich fand dich irgendwo. Gesucht nach dir. Ach, gesucht nach dir, schon. Immer noch. Ich suche immer noch nach dir. Also, er sucht immer noch. Obwohl, ich habe dich ja gefunden. Ja, weil ich gerade sage, er hat mich heute wieder gefunden. Suche ich jetzt jemand anders. Nee, du suchst dich jetzt wieder anders. Jeden Tag auf der Suche. Jeden Tag auf der Suche, da kennt er nichts. So, jetzt sind wir auch weg mit nichts.